rechte Auffahrt gilt, gehen in die zweite, das ist einfacher für uns. Den noch einfacher zu nehmen ist. Zack. Scheiße, ich kriege gar nichts nicht mehr vernünftig, wir fliegen noch. Trotz allem, wir brauchen einen Corvette. Corvette-Schwader. Vor allem noch Corvette, welche Corvette schneller ist. Was ist das denn jetzt? Wieso kann man hier 50 Wege nehmen? Geil, nehmen wir jetzt den längsten Weg. Komischsten Weg. So lange sind wir nicht unterwegs, ne? So mit 313 Sachen. So lange sieht anders aus. Fuck, jetzt habe ich den längeren Weg auch noch. Kein Ding. Weil wir rausbeschleunigen. Ich habe damit auch kein Problem. Mal 37 Sekunden weiter raus, ist die Komplett, die wir haben wollen. Gut, dass wir die Karre nochmal haben, ehrlich. Auf die Karre einfach einzigartig geil. Webs hat so keinen schlechten Geschmack gehabt, muss man ihn lassen. Aber. Es war klar, dass das sowas von offensichtlich, dass ich so einen Scheißpfosten mitnehmen muss. Ja, sonst viel zu dumm wäre. Egal, das ist schon eine Ziellinie. Unterschlupf, noch das eine Rennen. Na, zwei Rennen muss ich machen. Ich habe jetzt 6 Stück danach. Dann noch ein Sprint oder so und dann haben wir es gepackt. Dann dürfen wir gegen den Arsch antreten. Seine Karre abluchsen. Fuck, Straßenspaltungen. Ist nochmal gut gegangen. Jetzt hätte ich genau in die Wasserfässer reinfahren. Dann könntest du direkt neben den anfangen. Also, was sagen? Ich kann kein Auto fahren. Heute meine ich, ausnahmsweise. Aber es funktioniert ja auch. Also, wir kommen halbwegs durch. Okay, einmal von den Bullen geschnappt worden sind wir jetzt. Dummerweise, aber da macht ja nichts aus. Jetzt fahren wir Stufe 1 wieder. Das ist ja nicht mehr eine Bullenkarre. Aber das hält uns ja nicht mehr davon ab, oder? Warum müssen wir mit der rumzuspielen? Noch genug Fahndungszeichen zur Bowle eigentlich schon gesammelt. Daher. Rechts-Links-Kombination. Das Zeit reicht optimal aus. Rechtskurve langgezogen. Ein bisschen verfahren, also ich wollte eigentlich jetzt mal nach links abbiegen. Aber es hat ja funktioniert, also daher. Kopf hoch. Ampel achten wir sowieso nicht. Durchziehen, tschüss. Für runter oder grün, juckt keinen. Ja, ich hab die Abkürzung auch jetzt gesehen. Warum immer die Abkürzung nehmen? Dann bist du drin ja langweilig. Das ist ja nicht spannend. Und wir jetzt auch oder so auch nicht. Also, der Corvette sollte das eigentlich wieder kaputt machen. Thank you.
die Spalte hier rein. Zack, vor die Wand. Bisschen hercrashen, hier reinfahren. Oh, jetzt würde ich den längeren Weg nehmen. Ups. Egal, kein Problem. Sind noch gut dabei. Ist kein Ding für mich. Nehmen wir noch Autos mit. 24 Sekunden bei der Zeit. Das reicht vollkommen aus. Also, man muss jetzt nicht übertreiben, aber es reicht halt nicht aus. Jetzt könnte ich mir einen längeren Weg noch nehmen, wenn ich Bock hätte. Hab ich nicht. Ist ich. Wir nehmen die Straße, die ist immer am einfachsten zu fahren. Das ist Offroad-Zeug. Achtung, Kanal 2. Wir machen sofort weiter. Den Sprint. Den einzigen Sprint. Ja, die Strecken wiederholen sich aber, sonst ähneln sich dann schon irgendwo. Aber das ist ja kein Ding. Also für mich nicht jetzt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das denn so seht, aber ich finde das Spiel eigentlich echt klasse an sich. Also es ist Vielfalt vorhanden, ein bisschen unlogisch an manchen Stellen, aber okay. Es ist verkraftbar, also nicht jedes Spiel sei jetzt bis jetzt immer logisch an sich. Von daher. Also von 0 bis 10 Punkten, wo 10 maximal ist, also das Spiel ist echt astrein perfekt, besser geht's nicht. Dazu eine 8 schon, also oder 8 dazu passen. Es gibt Vielfalt an Tuningsmitteln. Es ist mal abwechselnd zu den anderen Underground-Spielen, die über nachts stattfinden, als Tageslicht ist. Es gibt die Polizei, die hier neu eingefügt wurde, also für damals das Verhältnis ist das schon echt krass, also muss ich sagen, optimal getroffen eigentlich. Dann gibt es hier noch. Okay, das eine, was mir nicht gefällt, es gibt mehr Luxusfahrzeuge jetzt. Wie die Corvette, Viper und so. Das finde ich ein bisschen zu luxuriös gemacht alles. Hätte ich schon lieber mal so ein Skyline oder so dabei gehabt. Oh, Küsten zu die Stoßstange. Ja, die ziehe ich ja so. Muss ich irgendwie abziehen. Aber nicht wie. Vor uns kommt jetzt nicht so leicht, aber weil hier keine vernünftigen Passagen sind, wo man es überholen kann, jetzt aber kann er es überholen. Tut er nicht, Pech gehabt. Auf jeden Fall Müllerei. Jetzt. Ich fährt nicht hinter mir her, oder? Ich will den kürzeren Weg wieder durchziehen, durchballern, wie auch immer. Auf jeden Fall grafiktechnisch kein Ding. Ist nicht schlecht gemacht, kann man sagen. Das ist das Höchste, was es gibt, aber wann kam das Spiel raus? 2002, 4, 5, ich weiß es nicht. In Dreh muss das gewesen sein. Also so ein Spiel 2004 habe ich noch nie gesehen. So, boah, man kann halt nicht da viel besonders zu erzählen. Okay, mir fehlt noch ein Meilenstein, deswegen B. Ein Meilenstein, ein Blitzer-Meilenstein. Wie soll ich den setzen? Da. Können wir machen. Gucken wir ohne Nitro klar. Man muss sich unbedingt Nitro einsetzen. Ne? Blitzer zu erwischen. Also generell wissen gerne, wo der ist. Hat funktioniert. Passt. Schnell fertig und weiter geht's. Lass es nicht zu lange dauern. Ich weiß, wenn ich mit der verrennen möchte, also gucken wir mal an. Herausfordern. Oh, Radarfalle, Drake und Radarfalle. Das ist doch angenehm.
Das funktioniert eigentlich immer optimal, weil Radarfalle kann ich den wegdrehen, dann kriegt der nicht genug Geschwindigkeit drauf, dann muss ich ein bisschen schneller fahren, dann haben wir den Drag, ist 1 gegen 1, das geht auch eigentlich von der Hand und ist kurz, wenn man verliert, dann muss man nicht lange neu starten. Das zweite Radarfallrennen ist genauso. Das wird jetzt hier Showdown oder was? Wie im Western. Opfer. Piss dich. Das ist keine Chance mit deiner Dodge Viper gegen ein monströses Biest. Du hast keine Chance gegen ein Monster. Und jetzt musst du denn abbremsen. Oh, das tut weh, das tut weh. Das geht bestimmt auf die Geschwindigkeit. Okay, doch nicht. Muss ich auch richtig asozial nehmen jetzt mal. Okay, er rückt uns wieder auf die Pelle. Er ist zurück im Spiel, würde man so sagen, glaube ich, oder? Wobei nicht ganz, ist jetzt so gekommen. Vier Checkpoints. Oh, Scheiße! Ja, genau, bremst ab, du Affenarsch, ey. Gut taktisch gemacht von ihm, aber schlecht umgesetzt, weil ich jetzt wieder vor ihm bin. Ich vor ihm bin, heißt halt, ich fahre wieder mit 200 Sachen gegen. Zieh eiskalt davon. Seine Corvette, meine Corvette wesentlich schneller ist und seine Viper wesentlich langsamer. Dass man auch an der Geschwindigkeit zahlen und erkennt. Ja, mein Depp, ey. Ich fahr so dumm manchmal. Einfach dumm. Wieso krieg ich die Kurve denn nicht gescheit? Nicht Handbremse noch ziehen oder was? Egal, wir sind ganz nah hinter ihm. Haben mehr als genug Abstand vor ihm. Wir fahren jetzt hinten drauf, genau. Und nochmal hinten drauf. Aber jetzt fahren wir neben ihm, jetzt hat der ein Problem damit. Jetzt muss ich rausgedrängt werden. Ein bisschen abbremsen. Ein bisschen ausbremsen nach dem Motto. Gegen ein Auto fahren geht auch noch. Erste Rennen haben wir schon in der Tasche. Das rein abserviert. Und weiter geht's sofort. Lass es nicht zu lange dauern, so lange wird es diesmal nicht. Drag Rental und easy zu fahren. Okay, doch nicht. Gerade nicht, wenn man total Schaden hat. Okay, neu starten. Ja. Ich wusste es! Ich musste einfach nur weiter rechts fahren. Okay, das Drag-Rennen macht ja das schon mehr Probleme als alles andere. Dann soll ich erstmal kein Nitro einsetzen. So, irgendwie. Ich bin jetzt nicht, dass ich zu früh geschaltet habe. Wir fahren rechts rüber. Wir fahren rechts rüber! Wieso zieht der denn? Ach, ich leck mich doch. Ich dachte, wir fahren rechts rüber. Er fährt geradeaus durch. Wir halten jetzt rechts, so habe ich den Vorhaben. Ehrlich, er zieht geradeaus durch. Das fand ich jetzt auch sehr suspekt, ey. Jetzt rechts halten. Genau. Geht doch. Keine Chance. Ey, die Autos legen manche Ecken so auf, ne? Reicht schon aus, um das Rennen eigentlich zu gewinnen. Ich frage, warum ich so viel Stress mache. Rechts halten, rechts halten, rechts halten. Nicht rüber. Schaut rechts aus, rechts rüber. Die Spur halten, die Spur halten. Links rüber. Bitte kein Gegenverkehr, bitte kein Gegenverkehr. Jetzt kommen wir rechts rüber. Mal rechts rüber, links rüber. Und gewonnen. Geht doch. Boah, ehrlich.
einzige Vorteil beim Drag-Rennen, der Verkehr ist immer der gleiche. Also der verändert sich dann nie. Also nach einer Zeit weißt du, wo man dann langfahren muss. Das ist halt sehr vorteilhaft dann. Warum muss immer der scheiß Witz-Gegenverkehr irgendwo auftauchen? Ich ihn gerade nicht am besten gebrauchen kann. Willst du heute noch fahren? Könnt ihr gern von außen überholen. Hat der immer 317 Stundenkilometer damit? Genau bei der 264, so ein Wichser, ne? Der hat mich noch ausgebremst und dann hat nicht funktioniert bei ihm. Boah, der war übel für ihn. Ha! Er ist voll gegen ein Auto gecrashed. Einfach zwar gekriegt, aber ein bisschen mit Eng und Zwängen. Und trotzdem passt er noch 42 Sachen. Wenn er mit 300 durchfährt, dann soll er es versuchen. Wird er nicht gepackt. Kombi-Move war ganz schön. Wieder mehr Gegenverkehr, ehrlich. Das ist so ein Opferscheiß, ne? Der kann auch dann, auch wenn ich den am wenigsten gebrauchen kann. Im Moment könnte er... Er schafft es, vorwärts zu ziehen. Aber das bringt ihm nicht viel, weil ich zu weit vorne bin. Insgesamt. Das würde ihm letztendlich so viel abziehen, dass er keine Chance hätte. Reicht ihm sicherlich nicht. Doch, es reicht ihm? Was? Erzähl mir nicht. Wie viel hat der denn LOL mit? Wie viel ist er durchgefahren? 500 bestimmt, ey. Nix Gegenverkehr, ehrlich, ey. Da müssen wir dann direkt auftauchen, wenn ich ihn wenigstens gebrauchen kann. Und wieder kam der da schon. Hat er nicht gesehen? Statistisch berechnet, ich genau gegen den Gegenverkehr fahren soll, ne? Zeuge. Jetzt kann ich dem Spaß, wenn es jetzt hier kommen direkt sofort und tschüss. Ich wollte schon einen Herzinfarkt gekriegt. Boah, nicht so schnell, ne? Jemals fahren sollte in der Innenstadt. Dann leckt mir am Arsch, ey. Da 260, da das sind Punkte, der dazu unglaublich. Wie kann er denn vor mir sein? Lächerlich, ey. So frechheitmäßig, ne? So unlogisch. Der kann doch jetzt einfach nicht so schnell geworden sein. Ich bin den längeren Weg, da kann ich schon Geschwindigkeit aufbauen. Ich will Geschwindigkeit aufbauen und der stellt sich mir den Weg, ey. 260, mal gucken, was der macht. Bestimmt mehr. Ne, weniger. Er hat weniger gemacht. Er hat nicht mehr so viel gepackt wie ich. Das ist schon ein sehr schönes Zeichen. Wagen kontrollieren, Wagen kontrollieren. 249 reicht dann aus. Reicht nicht aus. Aber er ist zu nah dran. Ich war auch dadurch. Das reicht dann aus, reicht nicht aus. Ne, oder? Ne, oder? Nein, reicht nicht. Eine Sekunde mehr und dann hätte... Ach, leck mich doch. Oh mein Gott, ehrlich. Eine Pisssekunde mehr oder 10 km/h mehr, dann hätte ich ihn gepackt. Das ist nicht zu lange dauern, das lässt sich dann schon mehr. Längeren Weg, dann kann er den längeren Weg von mir aus nehmen. Wir beschleunigen noch mehr raus. Und immer schneller. Jetzt habe ich die Kurve richtig, richtig schön in der Bahn. Lang, damit ich die schön ziehen kann. 331 durch, du Pisser. Mach das nach. 144, das geschieht dir sowas von recht, ey. Noch so schön ausgebremst. Das hat nicht genug, wer rasen zu tun.
mit 291 dadurch. 30 km mehr als gerade schon. Mach nach, Arschgeige, ehrlich. Komm her, mach nach, ey. 400, 200 km bin ich jetzt schon vor ihm. Ich nehme jetzt extra wieder den längeren Weg. Um wieder schön Geschwindigkeit aufbauen zu können. Und wieder mehr als letztes Mal, glaube ich sogar. Weit mehr. Oder genauso viel zumindest. Der schafft er nicht mehr. Das sind fast 450, muss er erfahren, das hinzukriegen. Packt er auch nicht. Das hat er nicht verdient. Also, dann habe ich nur gesagt, ich nehme die rechte Seite diesmal, weil das links war nämlich die rechte Seite. Also, Geldboni wäre unnötig, dein Fahrzeugschein ist wichtiger. Den haben wir und dann ein Leistungsupgrade noch dazu. Motor-Upgrade. Ui, das ist schick. Ronny, da ist er doch. Den müssen wir uns jetzt als nächstes krallen. Ronald McCarrier. Stärke Polizeiwagen zerstören. Ja, du kennst ja Ronny, dieser neureiche Sack. Hält sich für einen echten Gangster. Was für einen Schwachkopf. Hat seine Karre von seinen Eltern geschenkt bekommen. Aber lass dich nicht täuschen, Fall. Gefahren kann der Typ. Er war ein jeder Rennfahrerschule, die ich kenne. Die haben wir auch noch. Ich will mal ein bisschen rumfahren mit der, mal gucken, was die so kann. Leistungshinterzimmer will ich nicht. Boah, mal gucken, wenn man die noch ein bisschen höher kriegt, die Karre, ne? Also leistungstechnisch sieht die eigentlich bis auf das Nitro. Jetzt bin ich mal gespannt, was bringt das Motor-Upgrade. Baue ich bei meiner Corvette ein und das ist besser. Naja, die Viper ist nicht so.